Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, tatsächlich haben wir vor nicht allzu langer Zeit Death Troopers gespielt. Ein Spiel von Stefano Cagani. Und tatsächlich war es ein Star Wars Horror-Game gewesen. Und es gibt einen zweiten Teil davon. Und wenn ich auch einige Kritik am ersten Teil hatte, dass es eigentlich kaum Gameplay hatte, dachte ich mir, ich muss unbedingt mir mal Teil 2 anschauen. Ob es vielleicht besser ist, ob es vielleicht schlechter ist. Wir werden es bald herausfinden. Denn ich würde sagen, wir starten in den Teil 2 dieser absolut epischen Trilogie. Los geht's. In einer Galaxie weit, weit entfernt. Ja, immer wenn ich das lese, geht mir natürlich das Herz auf. Bin mal gespannt, ob Teil 2 mehr bieten kann als Teil 1. Endor, ein Mon Fontana. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ich wusste nicht, dass Endor um Tana herumkreist, was immer Tana ist. Ich reise ja um Tangas herum. Sieht wieder mal sehr cool aus. Die Videosequenzen hat der Entwickler absolut drauf. Oh, das ist so cool. Das ist so cool. Mein Gott. Er schleicht da vor sich hin. Bald schon wird er irgendwas am Boden entdecken. Natürlich. Etwas Rotes. Blutiges. Vielleicht hat jemand Nasenbluten und hat seine blutigen Taschentücher hingeworfen. Ne, ich glaube doch nicht. Ach du liebe Güte. Du liebe Güte. Die Ewoks werden immer rabiater. Die Ewoks werden immer rabiater. Das sieht ziemlich finster aus, echt. Sieht wirklich ziemlich finster aus. Blutige Troopers. Was hier wohl passiert ist. Frage mich, warum wir so runtergekommen sind. Ist es unsere Tarnfarbe oder haben wir uns krass lange nicht gewaschen? Egal, wir sind jetzt eh tot. Death Troopers, der Außenposten. Okay, irgendwo im Space. So ein fetter Sternzerstörer. Das wird großartig. Aber ich glaube, diesmal spielt es irgendwo auf Endor, wie wir schon gesehen haben. Oh nein. Du liebe Güte, der TIE Fighter, der eiert ganz schön. Ja. Also fliege ich einen TIE Fighter. Leider vollkommen betrunken, weil ich ein Bayer bin. Okay, erst. Mei, wo ist denn oben und unten? So. Okay, es sieht so aus, als hätten wir enormen Schaden genommen. Und wir machen wahrscheinlich eine Bruchlandung. Bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Teil 2 mehr zu bieten hat als Teil 1. Oder ob irgendwie ein Zombie Darth Vader noch zu toppen ist. Das Fahrzeug ist sehr beschädigt. Wir sind im Anflug auf H16. Der Sektor H16. Einschlag steht unmittelbar bevor. Einschlag steht unmittelbar bevor. Hoppla, da war ein bisschen was kaputt gegangen. Keiner gesagt, dass ich gut landen kann. Ach du liebe Güte. Ach du liebe Güte. Nicht reparierbarer Schaden. Haupteinheit ist okay, aber wir können uns nicht bewegen. Aha, wir sind wieder ein Stormtrooper. Wir sind also gar kein Forest Trooper hier. Ich kann kommunizieren, ich kann mich nicht bewegen. Es tut mir leid, aber ich kann dich anleiten. Sehr gut, lieber Kampfdroide. Sehr gut. Wenn wir uns mal hier umschauen, was hier auf diesem Mount so abgeht. Die Vitalzeichen sind okay. Du bist noch immer am Leben. Willkommen auf Endor, den Waldmond des Gasgiganten Tanas. Lokale Population sind Ewoks. Gefahren für das Imperium? Gar keins. Ja, jetzt wart mal ab. Wart mal ab, was hier abgeht. Ich denke, mein kompletter Körper ist zerstört. Ich kann nur meinen Kopf bewegen. Ich werde dich anleiten,
Ich habe eine Karte von der Umgebung. Ich würde sagen, Unterschlupf finden ist das Hauptgebot. Außenposten 535 ist in der Nähe. Die große Antenne kann bis in den Space funken. Ich nehme keine Lebenszeichen wahr. Okay, okay. Keine Lebenszeichen, kann man jetzt nichts machen. So, wunderbar. Danke, lieber Kampfdroide. Sehr freundlich von dir. Ach du liebe Güte. Gottes Willen. Das AT-ST ist leider voll auf die Fresse gefallen. Da können wir nichts machen. Das sieht übrigens ziemlich cool aus. Ich muss sagen, von der Optik her taugt mir das total. Wir haben auch eine HP-Leiste diesmal, also eine Live-Leiste. Das ist vielleicht auch ganz cool. Ich sehe nur nicht, wo wir hin müssen. Da hinten ist eine riesige Antenne. Vielleicht müssen wir einfach zu dieser riesigen Antenne. Ah, geht's dir gut? Geht's dir gut? Oh nein. Oh nein, du armer Hannes. Oh Gott, der funkt. Der funkt. Nicht, dass wir uns anzünden an ihm. Da hinten geht's, glaube ich, weiter. Ja, wahrscheinlich müssen wir einen Umweg nehmen. Okay. Wir rennen sehr lautlos. Wir rennen sehr lautlos hier durch. Okay, wir können wenigstens laufen, das ist cool. Das ist cool. Okay, wir können auch crouchen. Scheint so, als wäre vielleicht ein bisschen mehr Gameplay diesmal dahinter. Das freut mich total. Hallo, hallo? Ich sag's euch, wenn wir Zombie-Ewoks treffen, ich feiere so hart. Ich feiere so hart, wenn Zombie-Ewoks hier auftauchen. Oh nein. Kameraden, was ist los? Macht ihr gerade Aerobic-Übung? Macht ihr euch gerade größer? Sucht ihr euch gerade zu vergrößern? Sehr gut. Sehr gut, okay, hier ist ziemlich viel Blut. Wir wurden wohl von irgendwas abgeschlachtet, aber da vorne steht noch einer. Okay, ich sehe, wir schleichen uns an. Du, erschreck den am besten nicht. Erschreck den am besten nicht zu Tode, den armen Mann. Nein, 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 nicht erschrecken, wenn er Blaster in der Hand hat und ihn auf seinen Kopf richtet. So, auch der Regen ist auch cool gemacht. Nein, sind es wirklich Zombie-Ewoks? Jawohl, ja. Das ist genau mein Shit, ohne Schmarrn. Das ist genau das, was ich wollte. Hannes? Hannes, bist du's? Geht's dir gut? Alles klar? Okay, wir gehen davon aus, er hat einen richtig schlechten Tag. Er hat einen richtig schlechten Tag. Sein Lieblingsverein hat verloren. Der erste FC Imperial hat leider verloren. 0-5. Gegen den ersten FC Ewok. Gott. Oh Gott, ich glaube, das stört ihn nicht, dass er sich in den Kopf geschossen hat. Okay. Das war's, gehen wir. Ja, das ist eine kluge Entscheidung. Oh nein! Warum rennt denn dieser Stormtrooper wie eine Prinzessin? Okay, okay. Okay, wir haben es mit dem gleichen Virus zu tun wie im ersten Teil. Dann waren es vielleicht gar nicht die Ewoks. Oh Gott, da stehen noch mehr auf. Da sehe ich überall Hände. Ja, klar. Klar, natürlich. Überall Sturmtruppen, die für den Toten auferstehen. Dankeschön. Hoppla. Ja, das war ein bisschen ungeschickt. Macht aber überhaupt nichts. Dafür haben wir diese schicke Rüstung an, damit wir aufs Gesicht fallen können. Bräuchte ich für mein Leben einfach. Die bräuchte ich für mein Leben, die Rüstung, könnte ich immer aufs Gesicht fallen. Sehr seltsam, ich habe keine Lebenszeichen. Aber ich kann durch deine Helmkamera sehen, dass diese Jungs nicht tot sind. Ja, ich glaube auch nicht, dass die Jungs tot sind. Okay. Ja, damit. Oh, ich sehe Munition. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es gibt eine Munitionsanzeige diesmal. Okay. Mit Q konnte ich die Waffe readyen, oder? Hallo, mein Freund, wie geht's dir? Ja, jetzt nicht mal gut. Ich hoffe mal, du warst einer dieser Zombies. Wenn nicht, tut es mir furchtbar leid. Boom, boom. Okay, auch das Aiming funktioniert ein bisschen besser als im letzten Teil. Die backen auch im Moment wenigstens nicht. Hoppla, hoppla. Andererseits, das Aiming ist total schön. Hallo? Wo geht's noch? Okay, vergesst, was ich über das Aiming gesagt habe. Ich habe dir noch mitten ins Gesicht getroffen mehrmals. Das realisierst du gar nicht. Bin ich so scheiße im Ziel oder was ist das Problem? So, und dich. Ha, Long Range Shot. Sehr schön. Okay, wenn sie nah rankommen, ist das Aiming irgendwie ein bisschen komisch. Bin mir nicht sicher, ob das verbuggt ist oder ob es Bad Aiming ist, aber macht jetzt schon mehr Spaß als der erste Teil. Hallo? Hoppla. Vielleicht soll ich doch ein bisschen näher reingehen, wenn ich sie umpust. So, leb wohl.
Bambusleitern, die besten Leitern. Das sind ja keine Bambusleitern. Was für eine Tragik. Das ist eine Boombox. Das ist eine Imperial Boombox. Dun, 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 dun. Nein, auf. Auf die Imperial Boombox zu beanspruchen. So, Ende mit. So. Brauchen Munition für mein DH-17. Nein, geht's dir gut? Bin übrigens ein Sniper, wusstest du das? Nämlich BAM! Headshot! Okay, können wir hier runterspringen? Ja, können wir. Sehr gut. Okay, Jungs, ihr scheint irgendwie ein bisschen gestresst zu sein. Ich vielleicht da. Liebe Güte, den habe ich mal richtig erwischt, den Blaster, würde ich sagen, ne? Den hast du ganz schön hochkatapultiert. Liegt da noch Munition einfach rum? Ach, oh, her, die Scheiße. Hallo? Muss ich mich ducken, um die zu nehmen? Ach, vielleicht. Wird's auch gar nicht angezeigt. Okay, schön. Schön, vielleicht habe ich mir die Munition einfach nur eingebildet. So, gehen wir mal weiter. Wenn es jetzt noch ein bisschen Abwechslung hat, also ich hoffe nicht, dass ich jetzt nur noch in den Wald renne und auf Undead Troopers schieße. Wenn es jetzt aber ein bisschen Abwechslung hat, irgendwie ein Rätsel oder vielleicht irgendwie Zeug, was man finden muss oder ein Szeneriewechsel, ich glaube, dann ist das Game richtig cool. Und ich liebe einfach das Geräusch von Blastern am Morgen. So, ich sehe, du bist ein großer Fan von mir, das ist cool, das freut mich total. Du anscheinend auch. Hoppala, ich habe dich nicht ganz richtig getroffen. Ach Gott. Ah, jemine. Okay, okay, ich gehe ja schon näher ran. Ich. Hallo? Na gut. Das waren vielleicht ein bisschen zu viele Schüsse für diesen einen Typen. Wo hier liegt? Neue Munition. Wie nehme ich die auf? Hallo? Warum kann ich denn keine Munition? Gottes Willen! Ich habe einen Zuckler bekommen. Ich habe einen schlimmen Zuckler bekommen. Okay, sagen wir einfach mal, die Munition, die sie hier droppen, die kann man nicht nehmen. Aber dafür gibt es hier Munition. Ich würde sagen, nimm die mal ganz schnell. Da kommt richtig viel Besuch. Da kommt richtig viel Besuch. Ja, okay, der hat den Zaun nicht gecheckt. Der hat eh nichts gecheckt. Gottes Willen, du tanzt wie eine wunderschöne Ballerina des Todes. Das ist wunderschön. Komm eigentlich von hinten schon. Ja, natürlich kommt von hinten schon irgendwelche. Heini ist auf mich zu. So, ich habe da noch Munition liegen sehen. So richtig viel. Und das Empty-Clips, die hier runterfallen. Ach, die fallen runter, wenn ich nachlade. Deswegen kann ich die nicht nehmen, das sind leer. Okay, okay, tut mir leid, dass ich hier eure nicht nehmbaren Clips kritisiert habe. Die sind nämlich durchaus aufnehmbar. Boom, boom, boom. So, nice. Ja, mir taugt das Aiming eigentlich. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Ist echt nicht schlecht gemacht. Oh nein, das AT-ST ist voll aufs Maul gefallen, wie es immer tut. Ich liebe einfach nur Teil 3 von Star Wars. Das ist großartig. Kampf um Endor ist wirklich großartig. Einer der besten Teile, wie ich finde. Beziehungsweise das Imperium schlägt zurück. Kampf um Endor ist, glaube ich, von den Ewoks die Geschichte, ne? Es gibt ja auch Ewoks-Filme, die nicht so gut angekommen sind wie die Star Wars-Teile, logischerweise. Sind wir mal ehrlich, was ist cooler, Darth Vader oder irgendwelche Kinder mit Ewoks? Darth Vader ist cooler. Spoiler-Alarm. So, da hinten liegt noch was, das wollen wir jetzt auch noch. Ich find's cool, mir macht Spaß. Ich glaube, daraus könnte man richtig viel machen. Aber sind wir mal ehrlich, für einen Ein-Mann-Entwickler, ist richtig cool. Richtig cool. So, komm raus mit dem Blaster. Ich bin gespannt, ob wir hier ein gutes Ende haben. Das wäre mal cool, weil wie gesagt, normal stirbt man ja immer am Schluss. Bei Horrorsachen. Ist aber auch bei Horrorfilmen, wie ihr wisst, so. Das ist meistens kein allzu gutes Ende. Kann ich springen? Nee, leider nicht. Leider nicht. Oh Gottes Willen. Mein Gott. Mein Gott, wo bist du denn unterwegs? Wo bist du denn unterwegs? Zurück von der Kneipe. Von der Bierblume. Ja, das verstehe ich. Will ich auch so taumeln. So, ich sehe hier keine weitere Munition blinken. Dann gehen wir mal hier durch. Da blinkt aber was. Das sieht aus wie eine Eingangstür. Okay, hier ist wohl der Außenposten, in den wir rein müssen. Ja, 80 Schuss. Das beruhigt mich. Was steht hier? Geh zum AT-ST. So. Sieht so aus, als wäre die Tür mit einem Code verschlossen. Vielleicht hat die Schrift, geht zum AT-ST. Ist vielleicht ein Hinweis.
Dankeschön, lieber Kampfdruide. Andererseits ist das ziemlich cool. Ist das ziemlich cool, weil sind wir mal ehrlich, diese Druiden sagen ja auch das vollkommen Offensichtliche. Sagen ja bei Star Wars auch immer das vollkommen Offensichtliche, wie tödlich irgendwelche Gefahren sind. Schön, dass es auch hier das vollkommen Offensichtliche ausgesprochen wird. So, also Jungs. Ich muss zum AT-ST gehen. Das wird wohl der hier sein. Okay, was ist hier los? Aha, hier ist der Code. Für die, die überlebt haben, 3578, 3578. Kann das ein Code sein, 3578? Mein Gott. Okay, er sagt zwar das offensichtlich, aber er muss ja auch nicht gehirnamputiert sein. 3578, los geht's. Ich bin mal super gespannt, ob wir in den Außenposten auch reinkommen. Was es da drin alles gibt. Tut mir leid, ich wollte nicht über dein Gesicht laufen. Auch für euch tut es mir furchtbar leid. So, also, machen wir es mal auf. Okay, wir müssen den Code nicht eingeben. Finde ich immer ein bisschen schade, weil dann müssen sie den Code... Naja, andererseits. Was habe ich denn vom Eintippen? Was habe ich denn vom Eintippen? Ja, wunderschön. Sieht super ungefährlich aus. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe wirklich ein ganz schlechtes Gefühl bei diesem Außenposten. Okay. Schauen wir uns die Sache mal an. Okay. Habt ihr auch nicht eine öffentliche Toilette? Das wäre super hilfreich. Das wäre super hilfreich. Dumm, das ist nicht dein Freund. Ja, genau. Okay, da kommt jemand von rechts. Nein, doch nicht. Hey. Ach du liebe Güte, die sind überall hier. Okay. Dreh dich um. Dreh dich um. Okay, wir haben unsere Waffe verloren. Ganz schlechte Nachricht. Wir haben unseren Blaster verloren. Das ist jetzt super blöd. Wir haben nachgeforscht, was hier vorgeht. Es ist dasselbe, dass dem imperialen Schiff die Säuberung passiert ist. Das ist sehr interessant. Das Schiff musste anhalten. Sie haben einen Sternzerstörer gefunden. Aha. Okay, der war komplett verlassen und zerstört. Irgendetwas war drin, was ein Virus wohl ist. Ah, interessant. Komplette Crew war infiziert. Sind alle gestorben. Aber niemand war für lange tot. Sie sind zurückgekehrt ins Leben mit einem Hunger auf menschliches Fleisch. Schiff wurde später von einem einzelnen Erforscher gefunden. Aber er kam nie zurück. Jetzt aber driftet das Schiff durchs All. Der Virus breitet sich aus. Okay, schön. Ich habe keinen Blaster mehr. Das ist mein größtes Problem. Jawohl, ich kann treten. Okay, dann behelfen wir uns einfach mit Fußtritten, wenn es dann sein muss. Hör auf. Ich hätte eigentlich super gern einen Blaster, weil ich komme mir gerade absolut schutzlos vor. Okay. Runter hier. Runter hier. Geht's hier weiter? Wie geht's anscheinend weiter? Na, Prost, Mahlzeit. Der Außenposten sieht echt ziemlich verlassen aus. Und ich warte schon, dass mir irgendwas nur ins Genick springt. Ist gut gemacht. Ist gut gemacht. Gefällt mir eindeutig besser als der erste Teil. Ich höre was. Okay, war das vielleicht heißes Gas? Vielleicht hätte ich da nicht reinlaufen sollen. Okay. Ich muss den ganzen Käse nochmal anhören, dankeschön. Ich muss anscheinend irgendwie dieses Gas hier abschalten. Okay, also. Schauen wir mal, ob wir irgendwas finden, um das Gas auszumachen. Okay, ja, wenn ich hier reingehe, sterbe ich sofort. Ich verstehe, wenn ich hier reingehe, sterbe ich sofort. Okay, müssen wir irgendwie das Zeug abschalten. So, kann ich das an diesen viel zu offensichtlichen Ventilen einfach ausschalten? Ja, anscheinend. Ne? Aber wie? Sehr gut. Das dürfte ja hoffentlich das Problem gelöst haben.
Ja, der Virus ist auch hier. Ja. Naja, du bist ziemlich tot einfach nur. Aber hier geht's weiter. Wie groß ist eigentlich so ein imperialer Außenposten? What the Scheiß! What the Scheiß! Kann ich den wegtreten? Ja, aber irgendwie hilft das nicht so wahnsinnig viel. Okay, was soll ich machen? Hier ist eine Tür. Ja, mach die Tür vielleicht ein bisschen schneller auf. Der massiert dir bestimmt nicht den. Nur der kraut dir nicht den. Na, ja, genau, dann lasst ihr super viel Zeit, diese blöde Tür aufzumachen. Was ist denn das? Hab ich's geschafft? Boah, ich hab hier einen automatischen Blaster. Ja, hallo. Ja, hallo, jetzt geht's los. Okay, anscheinend bin ich doch irgendwie durch die Tür gekommen. Jetzt bin ich leider ins Nichts geglitscht. Mein Gott, ihr und eure Programmierung. Was ist denn das Problem? So, hier sind wir wieder. Ja, natürlich, wir werden wieder von hinten massiert. Großartig. Okay, ich werde nie wieder diese Treppe nochmal hochgehen. Oh, hau her. Mein Gott, das E11. Jawohl, ja, so läuft's. Da ist gleich noch mehr Munition. Aha, ja, danke schön. Munition liegt leider direkt im vollkommen tödlichen Kostbereich. Okay. Jungs! Jawohl! Das zieht mehr durch, das Gewehr. So schaut's aus. Treues E11 ist so was ganz anderes als dieser billige Blaster. Was noch cooler wäre, wenn man hier mehr Sachen betreten könnte. Hallo? Tut mir leid. Weißt du, gehörst zum Sicherheitsdienst, da kann ich jetzt aber nichts machen. Irgendwas stöhnen, aber ich weiß nicht, woher das Stöhnen kommt. Mein Gott, das hört sich an wie tollwütige Ewoks. Vielleicht sind es tollwütige Ewoks. Nee, kein. Ohne Scheiß, vielleicht sind es super tollwütige Ewoks. Ja, das geht nicht auf, aber das hier geht auf. Mein Gott. Wir haben was gefunden, was es noch nie in einem Star Wars-Universum gab. Ein Stuhl. Der Stuhl. Okay. Ist eigentlich ganz friedlich hier. Ich glaube, hier können wir das Gas dort vorne abdrehen. Wir nicht verkocht werden in unserer Uniform. Okay, das Gas leckt ist dicht, heißt es. Wir sollen den Strom anschalten, damit wir um Hilfe rufen können. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Ach du liebe Güte, das ist ein Problem. Aber kein schlimmes. Ein schlimmes Nichts, was wir nicht wegblastern können. Ich weiß nicht, haben Sturmtruppen Angst? Also ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, aber... Sind wir mal ehrlich. Das, was mir hier so entgegengeworfen wird, ist nicht so wahnsinnig beeindruckend. Ich glaube, ich kann voll abdrücken. Schau mal, wie viel Munition ich hier habe. Muss ich das überhaupt alles mitnehmen? Munition vorhin war auch ein bisschen zu viel. Okay. Mal schauen, was hinter dieser Tür ist. Egal, was kommt, wir können es echt wegblastern. Also Darth Vader kann zwar mit seinem mit seinem Lichtschwert kann zwar Blaster-Munition abfangen, aber sind wir mal ehrlich, ab 300 Schuss wird es dann noch kompliziert, wenn man die abfeuert. Hallo? Geht's hin? Aha, ja, Strom. Okay, und dann zurück zur Kommandozentrale, überhaupt kein Problem. Jawoll, schon wird's netter. Bauen wir noch eine kleine Sauna ein, das wird super schön hier. Eine Sturmtruppler-Sauna, das wird großartig. Können wir noch ein paar Ölbäder für Droiden und so weiter. Okay, die Jungs hat es ziemlich hart erwischt. Hier kommt keiner raus. Sehr gut. Okay, wo kann ich hier einen Funkspruch abgeben? Naja, hier komme ich wahrscheinlich nicht durch. Vielleicht kann ich jetzt irgendeine Tür aufmachen, die ich vorher nicht aufmachen konnte. Wie sieht es denn mit diesen Türen auf? Das ist doch großartig. Ja, genau, das ist das, was ich brauche. Hier ist eine offene Tür. Und hier auch. Okay, ich kann mich verbinden mit dem Computer, wenn du nah genug kommst. Überhaupt kein Problem. Ich blaste euch weg. Doch, zielen ist für Anfänger. Ich habe so viel Munition, ich muss nicht mehr zielen. Doch, Jungs. Bei euch alles okay? Naja, die sind ja relativ tot aus. Was ist hier? Ich habe irgendwie ein dummes Gefühl, ich laufe im Kreis. Das macht keinen Sinn.
Das macht wirklich keinen Sinn. Okay. Hier geht's nicht weiter, dann ist es doch die andere Tür, die wir hier nehmen wollten. So. Wer bist du? Der Kommando-Chief. Großartig. Hast du fein gemacht. So, ran an den Computer. Wird um Hilfe gerufen. Ich versuche, den nächsten Kommandopost anzufunken. Guck mal. Hm? Eine Basis auf Kefbir. Ein Mond weiter. For those of you just tuning in, mobs of what have been described as bloody corpses have been seen marching through downtown. Reports of walking dead are coming in from around the tri-state area. Stay in your homes and lock your doors. Do not trust anybody. Ich scheine richtig Probleme zu haben. Ich scheine auch auf der Basis Probleme zu haben. Evacuation efforts to the City of the Living are well underway. We have a situation here at the Jared Smith Theater. Es breitet sich anscheinend schneller aus, als man denkt. Untertitel vom Funkspruch wären nett gewesen. Ja, Virus breitet sich aus, haben wir gerade gehört. Großartig, hinter der Tür ist ein Hangar. Können wir doch von diesem unsäglichen Mond weg, wo ich überall schon 100-mal in Ewok-Kacke getreten bin. So, okay. Oh, wir kommen, nimm den Blaster ein bisschen schneller auf. Hallo? Jetzt nimm doch den Blaster schneller auf. Okay. Von der Seite kommen sie auch alle. Och, du liebe Güte. Ich glaube, das ist gar nicht mal so leicht, aus dem Hangar hier rauszukommen. Hallo? Nachladen? Reload! So, kurze, gezielte Feuerstöße. Das hat auch ein Recoil tatsächlich. Cool gemacht, cool gemacht. Ist nicht schlecht. Ist echt nicht schlecht. Klar, ist kein vollwertiger Shooter oder sowas. Aber ist nicht schlecht gemacht. Da kommt, lad mal nach. Wenn ich hier in den Hangar einbreche, will ich voll an Munition sein. So, ich glaube, langsam haben wir genug Munition. Andererseits weiß ich auch nicht, wo es hingeht. Okay, vielleicht ist das die Hangartür. Hübsche imperiale Zeichen, mein Gott. Spinde ohne Ende. Nein, 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 bitte glitsch nicht durch diese Tür. Hallo, wo muss ich denn hin? Also es sieht schon wie ein Hangar aus, aber hier ist niemand. Aha, wir mussten einfach nur ewig lang rumrennen. Gott, bin ich froh, dass ich nicht durch die Tür geglitscht bin. Ja, bitte. Oh Gott. Noch mehr von denen, noch viel mehr von denen. Oh nein, haben wir es schon wieder nicht geschafft. Ach du liebe Güte. Hätte mir mein Rüde nicht sagen können, dass der Hangar leer ist. Meine Kommunikation ist kaputt. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich mir noch kommunizieren kann. Lass mich hier nicht alleine. Ich bin am Sterben. Bist du noch da? Death Troopers der Außenpost. Ja, liebe Kultisten, diesmal gibt's kein Outro-Bildschirm oder ein Hardcore-Mode. Ja, das war Death Troopers 2 Outpost. Ich muss sagen, ich fand das Game
um einiges besser als das erste Game. Was auch ein bisschen von der Story erzählt hat. Okay, natürlich, das erste Game hatte einen Zombie-Darth Vader am Schluss. Das war schon ziemlich powerful. Aber sind wir mal ehrlich, das war einfach das bessere Game. Man hatte zwei unterschiedliche Waffen. Du konntest ein bisschen rumrennen, musst dich ein bisschen abducken, musst ein bisschen hin und her rennen mit einer Code-Tür. Das war einfach viel mehr Gameplay. Und mir hat's getaugt. Mir hat's getaugt. Das ist kein großartiges Spiel. Aber dafür, dass es von einer Person stammt, fand ich es richtig cool gemacht, auch wenn die Sequenzen nicht so brachial krass waren wie beim ersten. Da fand ich, sahen auch tatsächlich die Zombie-Trooper viel krasser aus. Trotzdem hat es mir gefallen. Ich bin gespannt, ob es noch einen dritten Teil gibt. Es wurden zumindest drei Teile angekündigt, so wie die Star Wars Trilogie. Ich bin mal gespannt, ob wir Death Troopers 3 noch sehen werden oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like oder ein Abo oder die Dudenbell für weiteren Horror-Content. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Schrecken. Macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann, ciao.